Der Einsatzraum wird erkundet durch den Gruppenführer, so dass da keine unterstürzten Teile mehr vorhanden sind oder eben halt unterkellert ist, sodass die Rettungskräfte nicht durchbrechen können. Und dann heißt also, dass der Gruppenführer eigentlich die meiste Verantwortung trägt. Am Endeffekt wird es immer so sein, dass ein Dreierteam vorhanden ist in dem Gebäude. Das ist der Gruppenführer, der Hundeführer mit seinem Hund. Und im Anschluss wird noch ein Höhenretter abgeseilt, der dann uns mit Hilfe bei der Rettung der vermissten Person, die in dem Gebäude eingeschlossen ist. Seit längerem zusammen und trainiert das ständig. Das heißt also, das ist ein eingespieltes Team. Umso schneller geht das. Jetzt wird der Höhenretter mit dem Transportmittel aufgenommen, wird auch über das Gebäude gebracht und der Höhenretter weist sich dann auch auf den Absetzpunkt ein. Sobald dann alle drei Personen in dem Gebäude sind und der Höhenretter ausgehakt ist, und die Seite frei sind, fängt der Hundeführer an zu arbeiten mit seinem Hund. Hier sollte sie dann das Augenmerk auf die Plexiglasscheibe bringen, um zu sehen, dass der Hund die versteckte Person wenden kann. Gefahrenfeld, die einmal der Hundeführer sowohl auch der Hund selber erkennen muss.